Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ihr seht, ich stehe hier nicht alleine, denn dabei ist die... Stelly! Wie du es immer ich ewig brauchst, um irgendwas zu sagen. Ich dachte echt, du sagst gar nichts mehr, okay? Und ja, wie ihr vielleicht wisst, ich verlinke euch das Video auch nochmal oben auf dem i-Punkt, habe ich einem Fan ein Pferd gekauft und daraus ist dann die Idee entstanden, dass ich, ja, anderen Leuten, die gerne möchten, ein Pferd kaufe, beziehungsweise sie umstyle. Und die liebe Salza Agaselli aus den North Dreamers hat gesagt, sie würde das gerne machen. Und richtige Begeisterung bei dir. Ich habe sie nicht dazu gezwungen, ja, es war ihre Idee. Nee, ich will so. Und deswegen stehen wir jetzt hier. Vorab möchte ich natürlich nochmal sagen, ich mache das nicht, um auf irgendwelche Accounts von anderen Leuten zu kommen. Salza kann es bestätigen, ich habe ihr vorher gesagt, sie soll für dieses Video ihr Passwort ändern und danach es wieder ändern, damit ich dann nicht nochmal auf ihren Account drauf kann. Also... Und falls ihr auch Lust habt, dass ich euch umstyle, dann könnt ihr euch gerne auf meiner Homepage bewerben bzw. anmelden. Und noch eine wichtige Sache, ich werde euch keine Starcoins kaufen, weil das viele Leute gedacht haben. Wenn ihr das möchtet, dann wird das alles von euren Starcoins bezahlt. Ich werde da niemanden Starcoins kaufen. So viel Geld habe ich gar nicht, dass ich da jetzt jeder Person Starcoins kaufen könnte. Aber ja... So, sie wird mir jetzt gleich ihr Passwort geben und ihre E-Mail-Adresse und dann logge ich mich auf ihrem Account ein und sie weiß nicht, was ich ihr kaufe. Sie hat mir eine Liste von Pferden geschickt, die sie gerne haben möchte, aber sie weiß noch nicht, welches von denen ich ihr hole. Und ich rufe sie danach wieder an und dann bin ich auf ihre Reaktion gespannt. So Leute, ich bin jetzt auf ihrem Account und oh Gott, es ist einfach mega cringe, wenn man dann auf einmal auf einem anderen Account ist und hier oben ein anderer Name steht. Also ich muss sagen, ich finde ihr Outfit auf jeden Fall ganz toll, jetzt schon. Oh Gott, das ist so schnell, ne? Ihr Pferd ist Level 15 und hat gute Laune. Das ist ja mega cringe, weil ich immer auf so langsamen Pferden reite. Wo will ich eigentlich hin? Sie hat mir eine Liste geschickt von Pferden. Die sie sich wünschen würde. Und ja, dann mal gucken, welches Pferd ich ihr kaufen werde. Okay, ihr seht, wir sind beim Einsiedler und sie hat auf ihrer Liste Welsh Pony stehen, mit der Farbe egal. Und deswegen werden wir jetzt ihr einen Welsh Pony holen. Ihr wisst, ich mag die nicht besonders, aber wenn sie sich gerne eins wünscht, es gibt sehr viele schöne Farben. Das Grau ist sehr schön, hier dieses Braun finde ich auch super schön. Und da hinten auch das Schwarz ist auch super schön. ich glaube aber, ich hole ihr den Braun hier, diesen braun-schwarz. Was ist das eigentlich genau für eine Farbe? Oh Gott, oh Gott. Oh Mann, ich hoffe, es gefällt dir. Ich habe immer so Schiss, dass ihr das nicht gefällt. Okay, oh Gott, dann suche ich mal einen Namen aus. Oh Gott, Leute, okay, East Princess, ich finde es ein schöner Name, ich habe es gekauft, ich hoffe, dass es ihr gefällt, ich hoffe es so. Ich hatte auch bei dem anderen Video schon so Schiss, wo ich der lieben Jenny ein Pferd gekauft habe. Gott, okay,
Dann lasse ich mich mal abholen auf dem Account und mal gucken, wo ihr Heimatstall ist und sattle um und dann holen wir ihr eine neue Frisur in Firgrove. Wow, wer hätte es gedacht? Oh mein Gott, ne? Ich bin gerade hier reingekommen und oh Gott, ich dachte gerade, sie hätte es schon gehabt. Ich habe hier das Pferd gesehen und ich dachte gerade ernsthaft, sie hat es schon. Und ich habe ihr das jetzt doppelt gekauft. Oh mein Gott, Schock des Lebens. Oh mein Gott, aber es ist zum Glück East Princess. Das wäre es jetzt gewesen, aber sonst hätte sie das bestimmt nicht auf die Liste geschrieben. Okay, ich suche jetzt eine Frisur raus. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Frisur ich ihr holen werde. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich wieder, wenn ich beim richtigen Laden bin. Denn ich habe ein paar Frisuren im Kopf, aber ich bin mir gerade nicht sicher, in welchem Laden es sie gibt. Deswegen, ja, ich bin gespannt. Ich schaue mal nach. Oh mein Gott, das sieht so komisch aus. Also weiße Haare kann ich auf jeden Fall nicht nehmen. Was Schwarzes könnte ich mir vorstellen. Ich war nämlich schon von Anfang an der Meinung, dass so eine Frisur hier eigentlich ganz gut aussehen würde. Und ich glaube sogar in Schwarz sieht es ganz gut aus. Schade, dass man das nicht von weiter weg sehen kann. Sie wollte auf jeden Fall keine bunte Frisur haben, also jetzt nichts Rosanes oder Pinkes oder sowas hier. Sieht aus wie Kaugummihaar. Deswegen glaube ich, würde Schwarz auch ganz gut passen zu dem Pferd. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber Leute, ich glaube, ich nehme die hier. 105 Starcoins, Halleluja, das ist teuer. Die ist teuer, ich hoffe aber, sie gefällt ihr, oh Gott. Ja, wir ziehen sie gleich mal an. Oh Gott, sie sieht komplett anders aus, aber irgendwie, das sieht cool aus, oder? Oh, ich finde, die Farbe passt auch mega zum Pferd. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich ihr jetzt noch für, ja, ein anderes Outfit kaufen soll. Okay, ich habe mich jetzt mal dazu entschieden zu gucken, was sie in ihrem Heimatstall so für Klamotten hat. Da sie auch nicht mehr so viele Starcoins hat und ich jetzt nicht ihre 100, ja, die letzten 100 Starcoins ausgeben möchte. Deswegen mal gucken, was sie so in ihrem Heimatstall hat, in ihrem Kleiderschrank, was vielleicht ganz schön aussieht. Okay, das ist jetzt das Outfit, was ich ihr rausgesucht habe. Sie hat nicht so viele Sachen in ihrem Heimatstall drin, aber ich finde es doch ganz schön eigentlich. Okay, sie hat jetzt keine schwarzen oder dunkelblauen Schleifen, aber das Grau sieht jetzt eigentlich auch nicht so schlecht aus. Hat sie weiße Schleifen? Nein, hat sie nicht. So schlimm sieht es aber nicht aus, würde ich sagen. Ja. Ich rufe sie gleich an, lock mich aus und bin gespannt. Ja, da bist du! Oh mein Gott, da bist du! Ich sehe dich! Du stehst komplett anders, als ich dich hingestellt habe. Du stehst komplett anders. Ich bin hier! Ja! Und wie gefällt's dir? Oder gefällt's dir überhaupt? Du siehst komplett anders aus, finde ich. Das sieht irgendwie schon voll cool aus. Ich bin richtig stolz darauf, wie ich dich gerade umgestylt habe. Ich weiß eigentlich, ob es stinkt, aber irgendwie finde ich dich richtig cool. East Princess. Oh, wie süß. So, da ist sie jetzt auf ihrem, ja, neuen Account, wollte ich gerade sagen, auf ihrem neuen Pferd. Und wie man gesehen hat, du freust dich drüber, oder? Ja, voll süß. Ja, dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!